Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute für euch ein Meldesystem. Und wie ihr das Ganze nutzen wollt, ist natürlich euch überlassen. Mit dem Command können wir das Ganze hier einmal öffnen. So, hier können wir natürlich dann einige Optionen wählen, also wohin das Ganze dann verschickt werden soll. Also die Beschwerde oder sonstiges. Hier oben können wir das Ganze auch machen. Ja. Also hier können wir das Datum eingeben. Hier können wir halt so den Officer jetzt melden. Hier kommt eine Beschreibung hin. Ja, hier können wir auch noch was hinschreiben und hier natürlich auch. Und dann können wir das Ganze abschicken. Und somit landet das in diesem Discord-Channel, den ihr dann per Webhook verlinkt habt. Dazu kommen wir aber auch gleich noch. Gut, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach runterladen und einmal auspacken. So, wenn wir das Ganze hier einmal heruntergeladen haben, müssen wir das Ganze einmal auspacken. Und hier kopieren wir uns schon mal den Namen einmal raus. Und gehen dann anschließend in den Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner. Jetzt gehen wir zurück und gehen in die Server-CFG. Und müssen das Ganze hier noch einmal starten, speichern und schließen. Und somit haben wir das Ganze schon erfolgreich installiert. Wenn wir jetzt den Server neu starten, funktioniert das System natürlich auch schon. Wird natürlich nirgendwo angezeigt, die Meldung dann. Denn wir müssen hier einmal rein. Und wenn wir hier angekommen sind, gehen wir einfach in die Server. Und hier können wir das Ganze per Discord Webhook dann verlinken. Gut. Hier haben wir noch was zum Übersetzen. Gehen wir halt in die HTML. Das Ganze hier einmal öffnen. Und alles weiß markierte ist natürlich die Schrift. Und diese können wir natürlich in unsere Sprache übersetzen. Wenn wir es gemacht haben, speichern wir und laden das Ganze dann erneut hoch. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao ciao. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. And